Ja, einen wunderschönen guten Abend wieder heute aus Chemnitz zu unserem Sonntagsgespräch mit dem angehenden Erzgebirgslandrat mal wieder. Wir wollen mal über den aktuellen Stand des aktuellen Unsinns sprechen. Corona-Maßnahmen, Impfen, 2G, 5G, irgendwas G, Kostapo-Kontrollen, wie verhält man sich da? Ja, das alles wollen wir heute mal so ein bisschen den aktuellen Stand beleuchten. Und fangen wir gleich mal an. Wir haben ein neues Gesetz. Es war noch nicht beschlossen, aber soll ganz schnell beschlossen werden. Und das sieht vor zum Beispiel 3G am Arbeitsplatz. Das heißt, gesund nicht, aber getestet. Ist halt die Wie Frage, wirst du das machen? wie das in Ja. der Praxis überhaupt funktionieren soll. Also aus meinem beruflichen Alltag kann ich eigentlich berichten, dass das in der Praxis eigentlich kaum jemanden interessiert. Sicherlich gibt es auch Betriebe, wo man das gewissenhaft umsetzen Ja, wird. die gibt's. So, aber wie soll das dann laufen? Müssen die dann alle früh beim Betriebsarzt antanzen und sich erstmal durchtesten lassen? Interessant. Es Oder sind ja macht auch man die. erstmal dann die Besprechung und danach dann den Test? Und Ja, die wenigsten Betriebe, die einen Betriebsarzt haben, das ist ja ein bisschen schwierig. Naja, interessant, wie es umgesetzt werden soll. Es soll aber, ist jetzt in dem neuen Gesetz vorgesehen. Was machen wir damit? Jetzt ist die Frage, das heißt ohne Test keine Arbeit mehr, theoretisch. das ist ja auch gerade ein absurdes Beispiel in der Gastronomie, dass man als ungeimpfte Restaurantfachfrau die Teller servieren darf, aber selber darf sie sich nicht Ist hinsetzen ja, zum hat ja eine schöne, Speisen. eine gute Chemnitzer Kneipe die Idee gehabt, ungeimpft und sie wollen trotzdem ins Restaurant und hat da quasi eine Stellenanzeige draus gemacht. Das ist, Ich denke, ja. wir brauchen allgemein kreative Lösungen in dieser Auf alle Situation. Fälle, das war eine davon. Naja, ansonsten ist das halt so ein Punkt. Der eine sagt schon, nee, testen lehne ich grundsätzlich ab. Dann wird es natürlich schwer, wenn das jetzt Gesetzeslage wird. Für mich persönlich ist zum Beispiel ein Spucktest akzeptabel. Da wird man drauf dringen müssen, auch als Arbeitnehmer, denn es steht nun mal im Gesetz und man wird dem Arbeitgeber nicht übel nehmen dürfen, wenn er jetzt tatsächlich sagt, naja, ihr müsst euch jetzt irgendwie testen. Aber man kann bei solchen Dingen immer darauf beharren, dass das mildeste Mittel angewendet wird. Also sprich, ein Spucktest, der tut nicht weh. Da spuckt man in so ein Dings da rein. Wir machen das immer mit so einem kleinen Gläschen und schütten das dann in so ein Test, in so eine Testflüssigkeit rein. Das tut nicht weh, da kommt nichts in den Körper. Es ist egal, ob da irgendwas verunreinigt ist. Das betrifft einen selber nicht. Und ja, spucken ist per se nichts Schlimmes. Also da kann man dann drauf bestehen und das werden sicher viele Streitpunkte sein, dass Arbeitgeber irgendwelche Tests kaufen, die Leute sich in der Nase rumstochern sollen. Das kann man, denke ich, trotzdem verweigern. Ja, ich sag mal grundsätzlich, wir sind ja keine Verharmloser in dem Sinne, dass wir sagen, dieses Virus gibt es nicht und das ist alles nur eine komplette Erfindung. Ist, glaube ich, für den wenigsten, auch Maßnahmenkritikern, Ja. wirklich der inhaltliche Kern, sondern in der Regel geht es ja darum, dass wir ja den Sinn der Maßnahmen in Frage stellen Richtig, und richtig. die Sinnfrage danach stellen, wie man mit diesen Maßnahmen Menschen vor Krankheit und Tod beschützen kann. Das ist ja eigentlich Ja, das, worum es bei antiepidemischen Maßnahmen gehen sollte, dass man die Volksgesundheit zum Schluss im Blick hat. Und gerade bei dieser 3G-Regelung ist ja das Absurde daran, dass man die einen testet und die anderen, die können genau. feuchtfröhlich draußen rumrennen und Und alle alle anderen anstecken, infizieren. ja. Und zum Schluss sind dann wieder die Ungeimpften, die ja dann getestet werden, die dann die blöden Männer sind, weil die dann positiv auffallen, im negativen Sinne positiv auffallen. Also dann, wenn schon das, was der Bautzner Landrat vorgeschlagen hat, nämlich ein 1G. Also wir testen alle. Aber das würde wahrscheinlich dazu führen, dass die Impfung noch mehr Richtig. an Sinn verliert. Wozu dann noch impfen, wenn die Leute dann beim Gang ins Restaurant feststellen, oh, ich bin geimpft, aber oh, jetzt ist das trotzdem positiv hier der Test. Also das stimmt. Das würde das Ergebnis haben, was wahrscheinlich eigentlich nicht verkehrt wäre, dass die Leute noch weniger sagen würden, ich will mich unbedingt impfen, weil sich die meisten ja nicht impfen lassen aus Angst vor einer Krankheit, sondern aus Angst, nicht mehr hier und da hingehen zu können.
Und das hat ja eine mutige Leipziger Arztpraxis jetzt auch festgestellt und hat gesagt, ja, aus der Motivation heraus wollen wir eigentlich die Leute nicht impfen, sondern genau. Wir wollen die impfen, die sagen, ich brauche das, um gesund zu sein. Das war ja auch schon immer eigentlich unser Standpunkt auf Demonstrationen oder allgemeinen Bürgergesprächen, dass wir gesagt haben, also wer für sich selber die Entscheidung trifft, dass er mit der Impfung besser fährt, dass es einen gesundheitlichen Mehrwert bringt, der soll sich doch ruhig impfen lassen. Ich werde das niemandem verbieten, ich rede auch niemanden rein. Aber wenn ich jetzt mal von mir selber ausgehe, die Leute, die ich kenne, die sich haben impfen lassen, da sind nur ganz wenige dabei, die das wirklich aus Angst vor der Krankheit gemacht haben, sondern eigentlich fast alle nur um diesen Maßnahmen-Terror zu entgehen. Ja. Natürlich sehe ich jetzt das auch langsam mit einer gewissen Genugtuung, weil ich den Leuten ja gesagt habe, das bringt nichts, da diese Abo-Falle hineinzutapsen, weil zum einen, das ist ja schon seit Monaten absehbar, wie es in Israel läuft, dort ist es ja jetzt im Prinzip so, dass ein halbes Jahr nach Ablauf der zweiten Impfung dann der Immunitätsstatus ja aberkannt wird. Die Geimpften massenhaft in Krankenhäusern liegen. Genau. Und dann auch noch krank werden, aber auch der formale Aspekt entfällt, dass man nach 6 Monaten nicht mehr als geimpft gilt und im Prinzip sich dann die dritte Spritze wieder abholen muss. Man also hat ein Abo abgeschlossen, richtig. Das ist die klassische Abo-Falle, die man da getapst ist und wo ich dann sage, man sollte schon den gesundheitlichen Aspekt zum Zentrum machen dessen, wie man über eine Impfung entscheidet und nicht sich gesellschaftlichem Druck beugen. Ja. Wir haben gerade von Testen geredet. Ich habe einen Test, den ich sehr empfehle. Den haben wir jetzt mal im Internet gefunden, hat jemand darüber gesprochen, nämlich ein Vitamin-D-Test. Da gibt es auch sozusagen einen Schnelltest und einen PCR-Test, nee, nicht. Aber es gibt einen etwas genaueren, da muss man seine Probe einschicken und kriegt dann von einem Labor das Ergebnis. Und es gibt aber auch einen, der auch preiswerter ist und schneller geht, dafür nicht ganz so genau, wo man direkt was ablesen kann. Denn es wurde ja schon ziemlich zu Beginn der Pandemie gesagt, oder festgestellt von Leuten, die sich damit auskennen, ein höheres oder ein Risiko einer schweren Erkrankung mit solchen Dingen hat jemand mit einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Vitamin D ist das Vitamin, was sich eigentlich in der Haut bildet, wenn man genug Sonne abkriegt. Das haben wir im Winter meist nicht so. Erstens haben wir dann viel an und zweitens wenig Sonne. Deswegen sollte man das zu sich nehmen, wenn man zu wenig hat. Dafür gibt es Tests. Und das ist doch dringend zu empfehlen. Das war ja auch ein Grund, weshalb man in Großbritannien diese sogenannte Exit Wave gemacht hat. Hm. Dort hat man ja gesagt, Anfang Juni war es, glaube ich, man macht den Freedom Day und hebt alle Corona-Maßnahmen auf. Und da wurde auch konkret eben gesagt, damit die Infektionen im Sommer stattfinden, weil eben dann einfach der Gesundheitsstatus in der Bevölkerung viel besser ist wie im Winterhalbjahr. Ja. Unter anderem eben durch den Vitamin-D-Spiegel, der im Sommer vielfaches höher ist als im Winterhalbjahr. So, und man sieht ja, dass die da offenbar auch ganz gut damit gefahren sind. Und bei uns hat man eben durch diese hirnrissigen Maßnahmen immer weiter verschleppt, dass gerade auch die jungen Leute sich durchimmunisieren auf natürlichen Wege, was dann ja auch wirklich eine nachhaltige Immunität bringt. Ja. Weil man ja mittlerweile weiß, dass durch diese Impfstoffe, die uns angeboten werden, einfach keine Immunität hergestellt wird, sondern wenn überhaupt, und selbst das sehe ich mit vielen Fragezeichen, der Krankheitsverlauf abgemildert werden kann. Hat ja neulich der Deutschlandfunk auch berichtet, hat tatsächlich sich ernsthaft mal über Falschinformationen in den Medien beklagt. Allerdings ging es da nur darum, die Formulierung infiziert trotz Impfung. Das fanden die schlecht, wenn Medien das so bringen. Denn das würde ja suggerieren, die Impfung würde vor der Infektion schützen. Das wäre ja gar nicht so. Sie würde ja nur vor schweren Verläufen schützen. Und das wäre allerdings keine Meinung, sondern ein Fakt. Komisch, dass dann trotzdem entgegen diesem Fakt sehr viele Geimpfte auch auf Intensivstationen liegen. Wir kriegen ja in Deutschland hier keine ordentlichen Zahlen darüber. Da wird immer mal was behauptet, wieder bestritten und ganz blöd. Wir haben aber dankenswerterweise diese ganzen Faktenchecker und denen haben wir es zu verdanken, dass also gesagt wurde, die bösen Corona-Anti-Schwurbel-Querdenker, die behaupten, dort würden zu 95% Geimpfte in den Krankenhäusern liegen. Und das wäre also eine gemeine Lüge. Es sind in Wahrheit nur 85-90%. Also diese Zahl hat man aus einem Land, wo sehr, sehr viel geimpft worden ist.
Und dort liegen 85-90% Geimpfte mit schweren Verläufen in Krankenhäusern, sonst würden sie nicht in Krankenhäusern liegen. Und das, obwohl man uns ja von Seiten der Politik und auch der Impfstoffhersteller versprochen hat, dass man zu 99% vor Tod geschützt ist, zu 95% vor einem schweren Verlauf. Und es gibt ja auch immer mehr Studien, die diese Zulassungsstudien der Hersteller widerlegen. Hm. Gerade jetzt aus Schweden, ja, eine ganz große Studie, wo man 850.000 Menschen über einen längeren Zeitraum beobachtet hat, wie das Infektionsgeschehen dort ist. Und dann hat man ja festgestellt, dass gerade bei denen, die mit AstraZeneca geimpft worden sind, hm, dass da schon nach 4 Monaten die Infektionsrate unter den Geimpften 19% höher war als bei den Ungeimpften. Also man ist zur Erkenntnis gekommen, dass man als Geimpfter mit AstraZeneca nach einem halben Jahr, nicht mal nach einem halben Jahr, schon ein 19% höheres Infektionsrisiko hat. Das ist doch mal der medizinische Fortschritt. Bei dem hochgepriesenen BioNTech-Impfstoff war es dann nach 7 Monaten der Fall, dass kein messbarer Nutzen der Impfung hinsichtlich einer Infektion mehr erkennbar war. Und gleichzeitig begründet man aber diese 2G-Maßnahmen ja damit, dass die Menschen, die geimpft sind, weniger ansteckend wären. Aber das ist ja mittlerweile wissenschaftlich hinlänglich widerlegt. Also spätestens seitdem man im Sommer in Israel das erkannt hat und angefangen hat, dann schon die dritte Dosis von dem zu verabreichen, wo schon die ersten 2 nicht funktioniert haben. Ja. Spätestens da hätte man wissen müssen, dass diese Logik hinter dieser 2G, 3G-Geschichte ja überhaupt nicht funktioniert, weil man einfach einen großen Teil dann der Bevölkerung hat, die das Virus weiter verbreiten. Ja. So, und ich meine, so blöd wird ja die Bevölkerung dann doch nicht sein, dass sie das nicht irgendwann mal durchschauen, was hier eigentlich für eine Verarsche von der Politik stattfindet. Stichwort Logik, das Ganze hat eben keine normale Logik, die man irgendwie nachvollziehen könnte. Man würde das Ganze ja noch, denke ich mal, leichter hinnehmen, wenn die wenigstens im Rahmen ihrer eigenen Matrix logisch handeln würden, die Politiker. Wenn die wirklich, also im Rahmen dessen, wir haben also Postulat Nummer 1, wir haben hier eine ganz gefährliche Pandemie, wir versuchen euch maximal zu schützen und wir versuchen schwere Verläufe bestmöglich zu behandeln. Wenn das dreist, was sie uns immer wieder verkünden, wirklich so wäre, dann sollen sie doch bitteschön innerhalb von den 3 Punkten logisch handeln. Das heißt, wer wirklich ansteckend ist, sollte daran gehindert werden, anzustecken. Auch wenn er geimpft ist, passiert nicht. Hm. Wenn wirklich so viele Leute schwer erkranken, dann müsste man die Krankenhäuser aufrüsten. Da hatte man ja jetzt ja über ein Jahr Zeit dazu. Das Gegenteil passiert. Intensivbetten werden abgebaut. Also die Logik ist nicht die, die man uns verkauft. Genau. Wir haben eine ganz andere Logik und die basiert darauf, uns unter Stress zu setzen mit ständig neuen Ankündigungen, die dann doch nicht wahrgemacht werden, aber vielleicht einen Monat später dann doch, die einem auch selber betreffen. Also Dauerstress durch ständige widersprüchliche Informationen und dadurch Gehorsam aus Angst für die Impfung. Und das ist die Sache mit der Impfung. Ich bin ja kein Impfgegner per se, also für mich selber schon die Spritzen. Es gibt ja viel bessere Arten der Impfung. Also zum Beispiel Vaccinum ist ja der lateinische Begriff für Impfung. Und ich habe jetzt hier ein Vaccinium mitgebracht. Wir müssen das mal in die Kamera halten. Welche ist denn gerade an? Die hier. Müssen wir hier lesen. Also hier steht es drauf. Ist das scharf? Da drunter. Ich werde scharf. Vaccinium. Also Vaccinium vitis. Ihr kennt das ja schon, wir müssen mal immer sächsische Köstlichkeiten probieren. Wir verlassen das Erzgebirge und sind im Vogtland angelangt. Diesmal mit einem Preiselbeerlikör aus Reichenbach. Vaccinium. Wir impfen uns also jetzt vor laufender Kameras, so wie das die Politiker alle machen. Ja, die machen sie ja schon vorher. Herr Söder wurde mindestens 11-mal vor laufender Kamera geimpft. Der hat also schon den Booster gekriegt und auch viele andere impfen sich gern in diesem Sinne auf das Vaccinium aus Reichenbach im Vogtland. Und es schmeckt sogar noch. Es ist auf jeden Fall bekömmlicher. Es tut nicht weh,
als Gentherapie. Es schmeckt und nützt mehr. Und zumindest nicht weniger als die normale Impfung. Gut. Was uns noch allerdings vor den ganzen öffentlich Geimpften, von den öffentlich geimpften Politikern unterscheidet, zumindest von Herrn Kretschmer, wir trinken erst während der Sendung. Genau. Ja, nicht vorher. Gut. Wobei man ja nicht weiß, ob seine Ausfälle, die sich ja auch mehren, ob die jetzt wirklich alkoholbedingt sind oder denke, ob das vielleicht vom Boostern kommt. Post-Covid. Post-Covid oder Post-Impfung. Oder Post-Impfit hat er. Ja. Gut. Wir waren stehen geblieben, genau, durch Angst, durch Dauerstress. Man kriegt das ja auch ganz aktuell wieder mit, dass ja ständig so noch über Intensivstationen geredet wird und was für dramatische Szenen sich dort abspielen, die ja, denke ich, auch keiner von uns bestreitet. Also niemand wird als Lebensziel haben, auf der Intensivstation zu landen. Nee, das, ich war mal da war es ganz gemütlich. Ich habe zwei nahe Verwandte, gar nicht mal alt, die waren vor Covid mit einer normalen Grippe auf der Intensivstation. Also das kann einem auch früher schon passiert sein. Und deswegen ist auch ein Aufruf, das doch alles mal ein bisschen in Relation zu setzen und nicht so zu tun, als hätte früher niemand auf der Intensivstation gelegen. Das ist, so ist es ja nur auch nicht. Das ist alles mit Vernunft betrachtet. Genau. Einfach. Und auch genau. in einem gewissen rationalen Menschenverstand. Ja. Natürlich sind die Sachen, die sich auf Intensivstationen abspielen, dramatisch. Aber es hat früher medial, ehrlich gesagt, niemanden interessiert, unter welchem Druck die Mitarbeiter schon seit Jahren dort arbeiten müssen, weil man immer mehr Personal abgebaut hat. Und teilweise auch gerade im kindermedizinischen Bereich, dort gibt es ja wirklich schon dramatische Situationen, dass in mehreren Krankenhäusern Kinderstationen geschlossen werden müssen, weil kein Fachpersonal mehr da war und die Kinder dann durch halb Deutschland gefahren werden, ordentlich behandelt werden zu können. Das ist schlimm. Und umso schlimmer ist es jetzt, dass man jetzt noch androht, ist jetzt noch nicht beschlossen worden, wurde aber im Vorfeld diskutiert, dass für medizinisches Personal quasi die Impfpflicht kommen soll, im Sinne von, die werden natürlich nicht gezwungen, die wird niemand festhalten und da eine Spritze reindonnern. Und es handelt sich auch leider nicht um unsere Schluckimpfung aus dem Vogtland, sondern die sollen quasi nur noch arbeiten dürfen, wenn sie geimpft sind. Und damit wird man natürlich eins erreichen, es werden noch mehr Leute kündigen und sagen, na, jetzt ist die rote Linie überschritten, jetzt seid ihr mich auch noch los. Also wer das fordert, der führt uns sehenden Auges in einen medizinischen Notstand. Das ist ja auch jetzt schon ein Problem, dass der Mangel in vielen Bereichen, im medizinischen Bereich, dadurch zustande kommt, dass Krankenhauspersonal entweder selber in Quarantäne ist oder halt zum Beispiel die Kinder in Quarantäne sind und die Mütter und Väter dann natürlich die Kinder beaufsichtigen müssen und dementsprechend nicht ihren Dienst verrichten können. Im Prinzip führt man durch diese Corona-Maßnahmen und diese irrsinnigen Quarantäneregelungen diesen Mangel in den Krankenhäusern erst noch richtig herbei. Ja. Und sagt dann natürlich, nee, aber ihr könnt euch mit der Impfung von Quarantänen freikämpfen oder freikaufen, ihr lasst euch die Spritze verpassen und dann kriegt ihr ja keine Quarantäne mehr. Ihr könnt zwar trotzdem eure Patienten anstecken, so, aber ihr kriegt keine Quarantäne mehr und könnt ihr euren Dienst verrichten. Wo wir wieder bei dem Thema wären, dass man da, wenn dann schon alle testen müsste. Und das ist der Punkt, wo man wieder sieht, dass die Impfung halt erkauft werden soll mit irgendwelchen Privilegien oder mit Nicht-Benachteiligungen, besser gesagt. Denn man wird ja nicht besser gestellt als vorher. Es wird nur aufgehört, einen schlechter zu stellen. Und das ist jedenfalls die falsche Motivation. Also wer jetzt überzeugt ist, mit der Impfung lebe ich länger, bitte, der soll sich impfen lassen. Aber wer jetzt sagt, ich will gerne mal wieder ganz normal in die Kneipe mit meinen Leuten Skat spielen und überhaupt habe ich Angst, dass ich nicht bezahlt werde bei Quarantäne. Leute, das ist keine Motivation für eine Impfung. Erst recht nicht für so eine umstrittene, für so eine nebenwirkungsbelastete Impfung. Also da wirklich der Aufruf bleibt standhaft. Zumal ich auch, ich bin jetzt kein Jurist, aber aus rechtlicher Sicht würde ich das schon so betrachten, dass überhaupt die Argumentation einer Impfpflicht eigentlich nur sein könnte, dass nach der Impfung auch garantiert zu 98% oder so, dann auch wirklich eine sterile Immunität gegeben ist. Also sprich, dass wirklich sicher ist, dass danach
nach dieser Impfung auch wirklich keine Infektionsgefahr mehr von dem jeweiligen ausgehen kann. Aber gerade das ist ja nachweislich nicht der Fall. Also wenn, müsste man diese Impfpflicht ja dann auch so gestalten, dass man wirklich alle 4 Monate, wenn dann der Impfschutz dann ins Negative verfällt, dass man spätestens dann ja auch wieder das Abo-Modell weiter... Aber selbst dann ist natürlich, selbst wenn das so wäre, ist eine Impfung kritisch zu betrachten. Ja, natürlich, ja. Und eine Impfpflicht... Denn es gibt bei jeder Impfung, egal welche, die hat eine Gefahr der Nebenwirkung. Genau. Du bringst Fremdkörper in den Körper, ja, und du weißt nicht, wie er darauf reagiert. Mhm. Und auch auf die üblichen normalen Impfungen gibt es heftige Reaktionen, Impfschäden. Und auch das sollte man nur machen, wenn wirklich das Risiko an der jeweiligen Krankheit zu erkranken recht hoch ist oder die Krankheit sehr schlimm ist. Und man davon überzeugt ist, dass die Impfung dagegen schützt. Also nur dann ist eine Impfung eigentlich zu empfehlen, wem es entweder an dem hohen Ansteckungsrisiko fehlt oder an dem Glauben, dass die Impfung was bewirkt, der sollte sich nicht überreden lassen zu impfen, auch eine andere Impfung nicht. Selbst der bundesdeutsche Corona-Papst Christian Drosten hat ja kürzlich gesagt, dass die Immunität hier gar nicht so wichtig ist. Also bezogen auf die Spritze, auf die Impfung, sondern die Immunität hier in der Mundschleimhaut und im Magen und in der Lunge, also in den ganzen Schleimhäuten, die ist ja die, auf die es ankommt, weil die Immunität sicherstellt, dass man dann nicht mehr andere Leute mit welchem Virus auch immer anstecken kann. Aber darüber redet man ja nicht. Ja? Mhm. Also in Schweden zum Beispiel sieht man ja, dass dort offenbar schon diese, ich sag mal in Anführungszeichen, Herdenimmunität ein Stückchen weit eingetreten ist, weil dort gibt es praktisch kein Corona-Problem mehr. Mhm. Man hat dort in Weißrussland auch nicht. Ja, man hat die Schulen ja überall offen gelassen, da gab es auch nie Maskenpflicht, weder in der Schule noch beim Einkaufen oder sonst irgendwo. Da gab es nur die Empfehlung, an die sich, meinen Informationen zufolge, kaum jemand gehalten hat, auch in Schweden. Man tut zwar immer so, als wenn Schweden so ein ganz staatshörisches Volk wäre und so, was ja sicherlich nicht mehr, warten Sie mal. Sind sie vielleicht in vielen Bereichen auch, aber bei dieser ganzen Corona-Maßnahmen-Geschichte haben mir Leute, die da wirklich auch vor Ort in Schweden waren, berichtet, dass dort eigentlich die Empfehlung ja sehr locker betrachtet wurde. Und dort haben wahrscheinlich die Jugendlichen sich durchimmunisiert, haben davon gar nichts weiter mitbekommen. So, und bei uns hat man durch Schulschließungen und Kindergartenschließungen diesen Prozess immer weiter hinausgeschoben und letztlich genau das Gegenteil bewirkt, nämlich dass das Immunsystem der Menschen jetzt noch mehr geschwächt ist, weil ein anderthalbes Jahr Training oder fast schon 2 Jahre Training jetzt fehlt. Ja. Also eigentlich ist das eine Körperverletzung, was man mit diesen Corona-Maßnahmen hier begangen hat, gerade auch an unseren Kindern, die ja das Training eigentlich brauchen. Man merkt an dieser Politik, die den eigenen Vorgaben absolut nicht entspricht, den eigenen Wahrheiten, die man verkündet, in keinster Weise gerecht wird, merkt man, dass die was anderes vorhaben und dass man denen da oben absolut nicht mehr trauen kann. Das ist eine Lehre, die man spätestens jetzt ziehen sollte. Also sie geben vor, uns schützen zu wollen und sie machen das Gegenteil. Das merken viele jetzt durch Corona, andere haben es schon vorher gemerkt. Das Schlimme ist ja, dass eigentlich viele Leute ja wissen, dass dieser Staat uns überall bescheißt. Aber in diesem Punkt dann immer wieder, oder bei immer wieder neu aufkommenden Punkten, immer wieder neuer Vertrauensvorschuss gewährt wird, der eigentlich völlig aus Erfahrung heraus zu Unrecht gewährt wird. Gerade jetzt diese Woche 25 Jahre Telekom-Aktie, wo man ja von Staatsseite gesagt hat, ihr Bürger, ihr müsst uns jetzt die Aktien abkaufen. Wir wollen nicht reich werden damit als Staat, sondern ihr sollt das ihr werden. Ihr sollt reich werden. Ja, ihr müsst unbedingt jetzt die Aktien kaufen und den Profit einstreichen, den wir als Staat unbedingt nicht haben wollen. Ja, also man hat quasi seine Resterampe ausgeschüttet und das als goldene Bonbons verkauft. Ja. Wie es geendet ist, wissen wir ja alle. Also viele Leute haben ihre gesamten Ersparnisse verloren durch die Telekom-Aktie. Aber ich bin mir sicher, wenn man jetzt wieder einen neuen staatlichen Privatisierungsanlauf mit Aktien machen würde, es würde wieder ein horrender Teil der Bevölkerung darauf reinfallen und wieder sein Geld nochmal verbrennen. Was könnten wir denn als nächstes privatisieren? Das Gesundheitsministerium vielleicht? Genau. Ja, das ist, würde wahrscheinlich keinen langen Bestand am freien Markt mehr haben bei dieser Arbeitsqualität. Naja, doch, ist ja mit gewissen Privilegien ausgestattet und Monopolen. Und dann, wenn man einen Monopolbetrieb an den Markt bringt, den Markt natürlich dann sehr in Anführungsstrichen, dann verdient er natürlich Geld. Wenn man sagt, hier, du darfst deine Preise in Zukunft selber bestimmen und niemand anders darf dein Produkt verkaufen, dann ist das sehr gewinnträchtig. Das ist ja
ja. Aber man könnte noch so viele Beispiele vorbringen, wo wir vom Staat ein ums andere Mal beschissen worden sind als Bürger. Auch Schweinegrippe ist ja sehr passendes Beispiel. Da hat man es schon mal probiert, uns alle hektisch zu machen, hat nicht so richtig geklappt. Genau, das war diesmal hat man es besser vorbereitet. Genau. Und jetzt klappt es ein bisschen besser. Man hat das diesmal auch weltweit besser orchestriert, dass auch wirklich alle mitmachen, außer halt die Bösen in Weißrussland. Afrika haben auch ein paar nicht mitgemacht, sind auch kaum geimpft und sterben gar nicht so sehr, fast gar nicht. Wird jetzt auch so am Rande sogar in den Massenmedien erwähnt, in Afrika, obwohl die gar nicht geimpft sind, wollen die gar nicht so richtig sterben an Corona. Wie kommt denn das? Meine Güte. Also, wer daran glaubt, ist selber schuld. Wir haben ja jetzt, erleben ja jetzt die Fürsorge des Staates. Mittlerweile werden ja selbst Dorfbäckereien heimgesucht von Kretschmars Schergen, die dann auf die Einhaltung der Regeln pochen. Die Gestapo ist unterwegs. Die Corona-Staatspolizei ist kein Witzbegriff. Nein, es ist ja wirklich eine Staatspolizei, denn der Herr Kretschmer hat gemerkt, die Landräte und Bürgermeister, die setzen das vielleicht gar nicht so durch, wie sie sollen oder müssten oder drücken hier und da mal ein Auge zu. Das darf nicht sein. Wir schicken Landespolizei auch da los, um das zu überwachen. Also tatsächlich eine Staatspolizei, ein Freistaat Sachsen. Und Corona-Maßnahmen werden kontrolliert. Also Gestapo wurde schon gefragt, hat man irgendwelche Klagen zu befürchten, wenn man die Polizei so nennt. Ich denke nein, denn es gibt schon Gerichtsentscheidungen, dass selbst wenn man sie in sinnvollen Zusammenhängen als Gestapo bezeichnet, kann das straflos sein oder ist es normalerweise. Ich hatte einen Mandanten, der hat relativ häufig den Staatsschutz als Gestapo-Stasi-Dezernat bezeichnet. Ich wollte eigentlich ganz gerne, dass das mal das OLG entscheidet. Dazu ist es nicht gekommen, denn das Ganze ist an einen ziemlich klugen Staatsanwalt geraten, den ich dann auf der Gegenseite sitzen hatte. Und der hat das selber dann rausgestrichen und gesagt, ja, das ist nicht strafbar. Ist auch nicht strafbar. Also man darf die Maßnahmen und die Leute, die sie durchsetzen, auch mit scharfen Worten kritisieren. Und man darf ihnen auch fantasievolle Namen geben. Wobei Gestapo ist ja gar nicht so fantasievoll, ist ja eher naheliegend. Gut. Ja, ich denke schon, dass das auch dieser einschüchternde Effekt, der da erzielt wird, ja schon sehr an historische Vergleiche erinnert. Ja. Ob das jetzt eben die Gestapo war, die zur NS-Zeit unliebsame Leute aufgesucht hat oder auch das MFS in der DDR hat ja auch mit ähnlichen Methoden dann Leute heimgesucht. Und jetzt hier mit der Corona-Staatspolizei. Das hat ja letztlich auch die psychologische Wirkung der Einschüchterung entfalten, dass die Leute sich in Gehorsam üben, dass die Maßnahmen auch ganz brav befolgt werden, auch wenn sie noch so hirnverbrannt sind. Aber die Leute sollen sich unbedingt jetzt dran halten. Man hat ja auch mitbekommen, wie das medial befeuert wurde. Weil am Anfang ist das einfach so vor sich hingelaufen. Die Maßnahmen wurden halt überhaupt nicht befolgt in vielen Bereichen. Brauchst du noch eine Impfung? Ja, in halben. Dann der Booster muss ja nicht die volle Dosis haben. Ja, der Booster geht geringer. Man hat das, man hat ein Stückchen weit erstmal zugeschaut, wie das Regime letztlich bröckelt, wie der Gehorsam der Bevölkerung immer mehr erodiert. Und dann sind ja die Medien aufgesprungen, waren ja dann im Erzgebirge gewesen. In Annaberg-Buchholz hat ja der MDR einen größeren Beitrag darüber gemacht. Wo dass man das dann alles gar nicht eingehalten wird. Genau, wie schlimm das ist. Man kann ja einfach essen, ohne dass man irgendwas vorlegen muss. Wie kann das sein? Schlimm sowas, oder? Ja, also ja, furchtbar. Das ist brutal. Sogar bei einem eher, es war jetzt nicht der klassische Rechtsaußenwirt, den man da im Mittelpunkt, der hatte da so eine Kulturkneipe, hat es hoffentlich auch jetzt noch. Das sah jetzt eher Richtung Alternativ aus. Aber das ist ja auch die gute Seite dieser gesamten Maßnahmenpolitik, dass hier auch wirklich Leute zum Nachdenken kommen, von denen man es vor ein paar Jahren gar nicht erwartet hätte. Genau. Die bis jetzt auch keinen Grund hatten, weil mit ihrem Weltbild die bisherige Politik einigermaßen zu vereinbaren ging. Und die jetzt erst merken, was ist denn hier eigentlich los? Also das Schöne an so einem Ding ist ja, es wachen wieder mehr Leute auf und aufgewacht ist aufgewacht. Die schlafen in den seltensten Fällen wieder ein, im Sinne von, die glauben dann irgendwann wieder, was ihnen vom Staat erzählt wird. Ja. Und wer das hier merkt, der merkt dann auch irgendwann, er wird in 10 anderen Themengebieten genauso belogen. Genau. Und ich glaube auch nicht, dass die Leute, die jetzt hier in den letzten 2 Jahren oder anderthalb Jahren, ich nenne es jetzt mal, erwacht sind,
dass die wieder einschlafen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das machen die wenigsten. Klar, aus Bequemlichkeit. Manche merken, das ist ja aber sehr anstrengend, aufgewacht zu sein. Ich sehe hier lauter Betrug, den ich vorher gar nicht gesehen habe. Manche werden damit überfordert, aber die meisten stellen sich dem. Ja, was macht man jetzt, wenn die Gestapo vor der Tür steht, vor der Kneipentür zum Beispiel? Werden wir oft gefragt, was sollen die Kneiper machen, die Restaurantbesitzer, Betreiber mit 2G und mit den neuen Regelungen? Erstens, sicher haben die Hausrecht. Und es ist eine Frechheit, was hier gemacht wird, denn ein Staat hat eigentlich nicht diese Legitimation, jemanden in der Ausübung seines Berufes derartig Knüppel durch die Beine, in die Beine zu werfen und zwei Drittel der Gäste zu verbieten, kann man sagen, und damit zwei Drittel des Umsatzes zu nehmen. Es ist aber damit zu rechnen, dass die es eben durchsetzen, dass es da harte Strafen gibt. Also wir können jetzt nicht guten Gewissens sagen, macht's einfach, es wird schon nicht so schlimm. Doch, die kontrollieren das auch. Wenn jetzt Wirte es trotzdem machen und sagen, bei mir darf jeder essen, was ich sehr hoch schätze, also das soll überhaupt niemandem ausgeredet werden, ich sage euch nur, womit ihr rechnen müsst. Natürlich, dass die Gestapo irgendwann vor der Tür steht und auch die Gäste kontrollieren will, euch kontrollieren will, sehen, dass ihr Listen habt. Ganz wichtig, zuerst, wenn da jemand vor der Tür steht und sagt, wir sind hier der und der und wir kontrollieren jetzt mal das und das, lasst euch von dem zunächst einen Ausweis zeigen, schreibt auch dessen Namen auf. Ja, die Dokumentationspflicht besteht nicht nur gegenüber den Gästen. Bitteschön, das Recht hat jeder, wenn die Polizei da ist, dass die sich ausweist. Und auch Behördenmitarbeiter müssen sich... Die dürfen ja auch nur geimpft an die Gaststätte betreten, oder? Ja, wahrscheinlich. Kann man von denen auch erstmal den Impfausweis kommen. Ein guter Vorschlag, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Gut, also wenn die da stehen, lasst die sich zuerst ausweisen und notiert euch die Daten. Ganz wichtig, es wird dann oft darauf verwiesen, ja, das sagen wir ihnen hinterher. Ist nicht legal. Die dürfen es nur dann, also eine Polizei, ein Polizist kann nur dann dieses Zeigen seines Ausweises verweigern, wenn es die Maßnahme gerade nicht zulässt. Sprich, er hechtet einem Dieb hinterher oder einem Corona-Sünder oder wem auch immer und der schreit, zeig mir erst deinen Ausweis, dann bleibe ich stehen. Das geht natürlich nicht. Dann kann der nicht sagen, halt, ja, hol ich raus. Inzwischen ist er weg. Dann lässt es die Situation nicht zu. Aber wirklich nur dann. Und nicht dann, wie sich es eingebürgert hat, zu sagen, ja, wir machen erst mal unsere Maßnahme, Ausweis zeige ich Ihnen hinterher. Das ist rechtswidrig. Die müssen sich zuerst ausweisen. Eigentlich sogar unaufgefordert, müsste man denken, aber auf jeden Fall aufgefordert. Solange nicht, jetzt, du hast da 10 Gäste drinne sitzen, die sehen, oh, da kommt jemand und tut wichtig, die rennen alle davon, dann darf der theoretisch die auch erstmal alle festhalten. Aber solange alles ruhig ist und hier keine hektische Situation auftritt, dann muss der sich zuerst ausweisen. Muss. So, aufschreiben. Aufschreiben die Daten von diesen Leuten, die da kontrollieren. Und erst dann, tja, was ist erst dann? Dann hat man nämlich eigentlich den Grundsatz, dass niemand an der eigenen Verfolgung mitwirken muss. Das nennt sich das Nemo tenetur-Prinzip, ist lateinisch. Früher haben die Juristen Latein geredet. Wir machen das nicht mehr so sehr, weil unsere Gesetzbücher größtenteils in Zeiten entstanden sind, als man sehr viel Deutsch geredet hat. Und der uralte Rechtssatz heißt aber Nemo tenetur se ipse accusare. Niemand muss mitwirken, sich selbst zu beschuldigen. Das heißt, wenn ich als Gast in einem Restaurant sitze und soll vor irgendeiner Polizei meinen Impfausweis zeigen, zeige ich gar nichts. Ich bin nämlich nicht verpflichtet, bei meiner eigenen Bestrafung mitzuwirken. So, wenn ich als Gast, als Wirt vielleicht keine so eine Liste gemacht habe, wer gerade da ist und ob der geimpft ist, zeige ich gar nichts. Natürlich wäre ich wieder nicht so schnell los. Aber ich bin nicht verpflichtet, irgendwo mitzuwirken, wo ich im Endeffekt selber einen Schaden davon habe, im Sinne von einem Bußgeld, einer Strafe. Also das ist wichtig, wenn die auftauchen, wichtig tun, deren Ausweis erstmal sehen wollen, die sind dazu verpflichtet,
die sind schließlich der Meinung, dass sie im Rahmen einer legalen Diensthandlung da sind. Deswegen müssen die sich darauf ausweisen. Und selber muss man gar nichts. Wäre es denn gestattet, dass die Staatsmacht auch mit Blockvögeln arbeitet, dass man dort Leute reinschickt und sagt, probiert's mal, und wenn die dann nicht nach einem Impfpass gefragt werden, dann kommt dann die Polizei nach? Oder ist das sowas Grauzone oder gesetzeswidrig? Es ist Grauzone, würde ich sagen, ja. Also es gab schon im Prinzip mal bei den Drogen, dass man die Leute leichter erwischt, wenn man da selber irgendwelche Lockvögel zum Verkaufen schickt, mhm, und dann sammelt man die ein, oder andersrum, man schickt Käufer, um die Verkäufer zu kriegen. Da hat mal der EGMR, Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, entschieden, dass das eigentlich nicht so nett ist und dass ich das zumindest dann in der Strafhöhe wiederfinden muss, wenn, mhm, so eine Strafbarkeit so zustande gekommen ist, dass man selber als Staat quasi verleidet hat. Genau, den verleidet hat. Also ist kritisch zu betrachten, ist aber nicht ausgeschlossen, dass sie sowas machen. Also denen ist alles zuzutrauen, und ich denke, ja, die werden zu dem Mittel auch greifen. Da ist eben das Gute, wenn man Stammgäste hat, die man kennt, da weiß man die Spitzeln nicht. Das ist auch übrigens ein Merkmal der Demokratie, dass der Staat so geheim vorgeht. Man sagt ja früher zu Metternichs Zeiten, da wurden die Oppositionellen unterdrückt und bespitzelt. Da saß der Spitzel in der Kneipe in Uniform. Ja, der war Staatsvertreter, der sollte da Informationen sammeln, und als solcher war er erkennbar. Der saß da in Uniform in der Kneipe und hat gehört, was wird da geredet, was wird an dem Tisch geredet. Und heute machen sie es heimlich. Da sollen die mal sagen, damals war es schlimm, heute ist es besser. Das Gegenteil ist der Fall. Ja. Und wie ist denn das eigentlich, wenn man einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit beschuldigt wird und es gibt ein Ermittlungsverfahren, und dann sagt der Richter, wir müssen jetzt mal eine Hausdurchsuchung machen und schauen mal nach Beweismitteln bei demjenigen, dann gibt es ja einen richterlichen Beschluss, da kommt dann die Polizei, zeigt den vor und sagt, hier, ich darf jetzt deine Wohnung betreten und jetzt meine Beweismittel beschaffen. Aber sowas gibt es ja jetzt hier nicht. Also das gibt es hier nicht, das wäre auch extrem unverhältnismäßig, wegen einer Ordnungswidrigkeit, die es ja trotzdem nur ist, eine Hausdurchsuchung zu machen. Ja, und dürfte denn das Ordnungsamt bzw. die Polizei von sich aus dann sowas machen? Letztlich dringen die ja dann dort in den Betrieb ein, ohne richterliche Anordnung. Die Frage ist immer, ob die das durften, wird das hinterher geklärt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie es machen. Mhm. Aber da gibt es jetzt auch noch keine Rechtsprechung dazu. Da gibt es jetzt konkret zu solchen Kontrollen. Dass man pauschal ein Hausverbot verhängt für. Wäre auch interessant. Ist natürlich trotzdem die Frage, ob die sich dran halten. Probieren. Also kreative Ideen sind immer eine schöne Sache. Und kann man denn überhaupt jetzt einen Aushang machen und sagen, alle Polizisten haben bei mir Hausverbot? Ist sowas überhaupt durchsetzbar, oder kann man Hausverbot dann nur individuell aussprechen? Das ist jetzt eine gute Frage. Du darfst nicht diskriminieren aufgrund von Rasse, geschlechtlicher Orientierung, Herkunft. Gibt noch ein, zwei Kriterien. Ich glaube, Beruf ist nicht dabei. Hm. Wenn du sagst, ich mache jetzt eine Kneipe nur für Autoschlosser, dann ist es erlaubt. Wenn du sagst, ich mache eine Kneipe nur für Autoschlosser, Mechaniker, Maler, alle Arten von Handwerker und, außer Polizisten, also alle Berufe außer Polizisten, warum soll das nicht gehen? Also der Beruf ist nicht im Antidiskriminierungsgesetz als Ausschlusskriterium genannt, ebenso wie der Gesundheitsstatus ja eigentlich nicht. Behinderung ist noch dabei. Also du darfst nicht ranschreiben, Rollstuhlfahrer bei mir nicht willkommen, das geht nicht. Aber dann dürfte es ja eigentlich auch nicht zulässig sein, zu sagen, Nicht-Geimpfte bei mir nicht willkommen. Aber gut, jetzt wären wir schon wieder theoretisch. Ich denke, dass man sagen kann, Polizisten und andere Staatsbedienste sind bei mir nicht mehr willkommen. Ist nicht nett, aber also probieren. Kreative Lösungen sind kreative Lösungen. Und erfahrungsgemäß kommt der sächsische Bürger auf Ideen, auf die wir auch nach stundenlang grübeln, gar nicht kämen. Genau. Also wir haben da schon ja viele tolle Erfahrungen in den letzten Monaten. Wir haben schon auch viele schöne Ideen entwickelt. Von daher, ja,
ihr seid alle aufgerufen, weitere Ideen zu entwickeln. Ja. So, ich muss dann langsam aufhören mit Impfen, sonst wäre ich ja noch zum Kretschmer. Weil du gerade den Kretschmer ansprichst, es gab ja mittlerweile auch schon mehrere Corona-Fälle in seinem Kabinett. Und in seiner Familie. In seiner Familie, also die, also als ja, wenn ich jetzt Kriminalpolizist wäre und würde jetzt den Täter suchen, also irgendwie führen viele Spuren zum Superspreader Michael Kretschmer, zum potenziellen, also seine Frau war infiziert, seine Kabinettsmitglieder waren infiziert, er selber durfte komischerweise ja nach 3 oder 4 Tagen wieder raus aus seinem Haus. Interessant, wie das geht, ja. Ja, nachdem er da einen PCR-Test bekommen hat, also auch eine sehr exklusive Regelung, die er von normalerweise kann man frei testen, aber erst nach einer bestimmten Zeit. Ich glaube, 3 Tage sind da ein bisschen kurz. Das war, glaube ich, es ist unüblich. Wirklich ein kurzer Zeitraum. Es ist unüblich. Aber es war ja schon so, als Kretschmer auf Propagandareise in Russland war, hätte er ja hinterher, aufgrund dessen, dass Russland als Risikogebiet deklariert wurde, eigentlich 14 Tage in Quarantäne gemusst. Ja. Aber weil er Kabinettsmitglied ist, Mitglied der Staatsregierung, gilt für ihn ja die Corona-Schutzverordnung nicht. Ja. Also auch interessant, wie man da, wie man da mit zweierlei Maß misst. Und wenn man sieht, dass die Barbara Klepsch als Kulturministerin und der Piebert als Kultusminister ja nachweislich nicht nur positiv getestet waren, sondern trotz Impfung ja auch einem grippalen Infekt erkrankt gewesen sein sollen, so wie es der MDR berichtet hat, muss man sich ja schon die Frage stellen, woran liegt das? Oder beziehungsweise, was hat dort versagt? War es nur die Impfung? Ja. Waren es die Maßnahmen, an die man sich ja eigentlich dort auch halten müsste? Oder hat man auch die Maßnahmen, an die man sich halten müsste, trotz der Impfung einfach gar nicht gehalten, die man aber uns Bürgern verordnet und im Gehorsam bittet? Also ich vermute fast, es sind alle 3 Punkte, die da zutreffen. Also weder die Impfung hat offensichtlich funktioniert, weil die ja symptomatisch erkrankt waren. Oder vielleicht haben sie sich auch eine Kochsalzlösung spritzen lassen, auch möglich. Das ist auch wieder ein typischer Punkt. Sie glauben nicht an ihre eigene Propaganda, was ja für ihren Intellekt spricht. So ähnlich war es ja auch zu DDR-Zeiten. Man hat ja die Frau vom Sudel-Ede mal in West-Berlin beim Clown erwischt, was ja schon mal den Fakt beweist, dass die Oberschicht selber sehr gerne im Westen einkaufen gewesen ist und uns Normalbürgern wollte man das nicht gönnen. Genauso verhält sich es hier. Man nimmt sich selber Dinge raus, die man uns eben gerade anders verordnet und verbietet. Und das ist auch wieder ein typisches Beispiel dafür, dass das alles nicht ganz stimmen kann. Denn ansonsten müsste ja der Kretschmer der ängstlichste von allen sein. Er müsste erst recht gerne lange in Quarantäne gehen. Er müsste, ja, wenn er in Russland war, sich doppelt so lange wegsperren wie uns alle, wenn wir das Gleiche tun, wenn das doch tatsächlich so gefährlich ist. Aber nein, sie befolgen selber nicht, weil sie selber nicht dran glauben. Das wäre jetzt meine Schlussfolgerung. Und gerade bei Kretschmers Russlandreise, da hat er selber auch noch mehrere Fotos auf seiner, ich glaube, Twitter- oder Facebook-Seite veröffentlicht von den Banketten und Veranstaltungen, die er dort wahrgenommen hat. Natürlich. Keiner mit Maske, weder Kretschmer noch die anderen, alle maskenfrei dort gewesen. Währenddessen hier ja bei uns Maskenpflicht gegolten hat in Sachsen. Und dann kommt er wieder und dann rennt er wieder mit dem Ding vor den Kameras rum. Aber ist selber ja auch nicht mal so klar bei Verstand, um zu begreifen, was er dort eigentlich für Botschaften aussendet. Ja. Ja, er ist quasi in Moskau, im Hochrisikogebiet, hält sich dort überhaupt gar keine Regeln, offenbar, seinen Fotos zufolge. Uns drangsaliert er trotzdem mit den Maßnahmen, von denen er offenbar selber nicht erwartet, dass sie ihm irgendeinen gesundheitlichen Mehrwert bringen. Sonst hätte er sich ja an diese Regeln auch im Ausland gehalten, wenn er die Regeln für so gut empfindet. Wenn er selber dran glauben würde, würde er entsprechend handeln. Das tut er offensichtlich nicht. Und gleiche Erfahrungen habe ich auch zur letzten Kreistagssitzung wieder gemacht. Mehrere Landtagsabgeordnete, die bei uns im Kreistag mit vertreten sind, von der CDU natürlich, sind dann nach der Kreistagssitzung maskenfrei dort am Buffet gestanden und haben dort miteinander Kaffee getrunken und Schnitzchen gegessen. Da hat man auf einmal auch seine eigenen Regeln offenbar vergessen gehabt. Und vorher wollte man uns als Ungeimpfte und Ungetestete am besten noch von der Sitzung ausschließen, was man ja auch jetzt wieder vorhat. Naja, mal schauen werden, ob es gelingen wird. Wieder Arbeit. Die SPD-Fraktion im Bundestag, alle ohne Maske, riesen eng beieinander. Herr Karl Lauterbach hat seine aufgelassen, der Einzige. Dann hat er hinterher behauptet, das war ja ganz schnell. Dann hat man ihm den ganzen Film vorgeführt und es war überhaupt nicht schnell. Dann hat man noch Laola-Wellen gemacht. Genau, die standen da ewig lange. Gut. Und wurden nicht bestraft, nicht belangt. Keiner von denen hat ein Bußgeld gekriegt. Und das ist das Perfide.
sollen sie uns doch wenigstens das so vorspielen, als würden sie selber dran glauben und sagen, oh, jetzt haben wir einen schlimmen Fehler gemacht. Die ganze SPD-Fraktion, jeder zahlt jetzt 200 Euro. Hm. Nö. Würde aber, auch nicht wehtun, aber ein 19-jähriges Mädel, was draußen mit seinen drei Kumpels sich trifft, die soll 250 bezahlen. Und hier hört der Spaß dann auf, dass die wirklich nicht nur ihre eigenen Regeln nicht befolgen, sondern wenn sie dabei erwischt werden, auch sich außerhalb jeder Verfolgung stellen. Und das zeigt, dass das System sowas von morbide ist. Ja. Also ich handhabe es jetzt immer so, wenn mich jemand darauf anspricht, was mittlerweile sehr selten passiert, dass ich dann bitte meine Maske aufsetzen soll beim Einkaufen zum Beispiel, erwidere ich dann im Regelfall, dass ich doch öfters unter denen verkehre, die uns die Regeln bescheren und dass ich dort eben mir das Verhalten bei denen auch abgeschaut habe und wie du schon sagst, wenn die mit gutem Beispiel vorangehen würden, dann würde ich das vielleicht auch anders sehen, aber ich muss dann sagen, ein Stückchen weit, weil wir ja auch die Sinnhaftigkeit schon von Anfang an hinterfragt haben, bin ich dann auch ein Stück weit stur. Und solange die selber sich nicht an ihre Regeln halten, sehe ich mich überhaupt nicht dazu veranlasst, dasselbiges zu tun, weil ich mir nicht von denen diesen Gehorsam aufzwingen lasse, richtig, dem sie sich selber regelmäßig entziehen. Und ich sehe das auch nicht als Problem, wenn das ein Massenphänomen wird, dass man eben diesen Gehorsam verweigert. Richtig, richtig. Im Gegenteil. Sinnlose Regeln sollte man sogar verweigern, einzuhalten. Und man sieht ja auch vor Gericht, dass man ja auch des Öfteren tatsächlich erfolgreich ist mit seiner Rechtsauffassung. Also, es wurden ja auch schon Corona-Verordnungen dann in Gänze aufgehoben, womit ja auch dann die Bußgeldverfahren aufgehoben waren, die da noch anhängig waren. Aber die Leute, die halt freiwillig gleich ihre Strafe überwiesen haben, die sind natürlich... Die waren ja geldlos. Ja, ne, die haben da ins Gras gebissen in der Hinsicht. Und die anderen, die da Mut zeigen und die sich dann auch mal vor Gericht mit so einem Landratsamt anlegen, die sind dann doch ganz oft erfolgreich. Ja, oft, nicht immer. Das hängt auch viel von der Tageslaune und von der Corona-Gläubigkeit irgendwelcher Richter ab. Das ist von Gericht zu Gericht leider sehr verschieden. Mhm. Aber naja, nicht so schlimm, dass man es nicht versuchen sollte. Ja. Ja, in diesem Sinne, bleibt ungehorsam. Wir bleiben es auch. Und lasst euch nichts einreden. Lasst euch vor allen Dingen auch nicht falsche Hoffnungen machen, wenn ihr jetzt die nächste Maßnahme noch befolgt. Dann ist es schnell und bald vorbei. Nein, es ist nicht schnell und bald vorbei. Es wird ein langer Kampf werden. Und auf den müssen wir uns einstellen, ohne uns nervös machen zu lassen. Das ist ja, gibt es ja diese Metapher mit dem Reiter, der auf dem Pferd sitzt, mit einer Angelrute in der Möhre vom Pferdemaul, um da das Pferd zu animieren, noch immer schneller und schneller zu rennen, um endlich die Möhre zu erhaschen. Und nichts anderes macht man ja hier mit der Bevölkerung. Erst hieß es voriges Jahr im März, wir müssen bis Ostern durchhalten, die 3-4 Wochen. Ja, ja. So, dann haben wir es geschafft, dann ist Corona vorbei, dann haben wir es besiegt. Dann ging es ja bis Pfingsten. So, dann im Herbst ging das Ganze ja von vorne los. Da hat Jens Spahn ja erst noch gesagt, mit dem Wissen von heute würde man die Maßnahmen aus dem wieder treffen. So, ein paar Wochen später kam dann der Wellenbrecher-Lockdown. Heute übrigens... dasselbe Wort ist wieder heute gefallen, ja. Genau, ist auch wieder jetzt im Umlauf, der Wellenbrecher-Lockdown. Ich glaube, es war sogar Kretschmer wieder diese glorreichen Begriffe wieder ausgraben. Kretschmer, der Wellenbrecher. So, und dieser Wellenbrecher-Lockdown, der ja eigentlich bloß mal für 4 Wochen anhalten sollte, da hat sich ja dann auch fast wieder bis Pfingsten hingezogen, zumindest in vielen Bereichen. So, und jetzt macht man genau dasselbe Schauspiel wieder. Und jedes Mal haben sich aber die Leute damit hinhalten lassen. Ne? Dann gab es dann für die, deren wirtschaftliche Existenz davon bedroht war, gab es dann eben Soforthilfen, dann gab es Corona-Pakete und diese ganzen, ich sag mal, letztlich schuldenfinanzierten Inflationspakete, ja, letztlich sind es ja, wo man dann den Leuten das Geld versucht hat zu ersetzen. Und dieses Rad dreht sich immer weiter, solange wie die Leute halt mitmachen. Es steht und fällt mit dem Gehorsam der Bevölkerung. Ja. Und solange wie man da keine Bremse reinhaut von Seiten der Bürger, wird das ewig so weitergehen. Ja, ja, es ist schwer, direkt was zu machen. Man fragt uns ja auch immer mal nach Rezepten. Ja, was ist denn jetzt euer Konzept, dass es jetzt so, um das Ganze zu beenden? Ja, Leute,
wenn wir jetzt morgen früh auf dem Bahnhof zur Konterrevolution laden würden, würden wahrscheinlich die wenigsten kommen. Das wäre das sicherste Rezept, aber das geht nun mal nicht. Ne? Gewalt ist das Einzige, was der Staat wirklich besser kann. Und deswegen hat es wenig Sinn, mit Gewalt dagegen vorzugehen. Und alles andere ist ein langer Weg. Also wir können wirklich niemandem mit gutem Gewissen versprechen, es wird schnell zu Ende sein. Und das wollen wir auch niemandem versprechen, denn dann heißt es wieder, ja, ihr habt doch gesagt, ich glaube ja selber nicht, dass es schnell zu Ende sein wird, sondern dass wir uns wirklich darauf einstellen müssen, es wird lange kalt und deswegen sollten wir uns jetzt warm anziehen. In diesem Sinne, ich bin versucht, nochmal zu impfen, weil ich gerade drauf kam, der Kretschmer ist ja doch ein Wellenbrecher. Der hat ja immerhin die lange Welle des CDU-Erfolgs in Sachsen gebrochen. Und darauf würde ich fast nochmal eine Impfung nehmen, aber ich denke, ich bin jetzt immunisiert genug und brauche jetzt das Vaccinium Vitis nicht nochmal. Vaccinium ist ja Vaccinum, das lateinische Wort für Impfung, aber auch für Heidelbeeren. Ich habe es nachgegoogelt. Preiselbeeren. Heidelbeeren. Ach, hier steht Preiselbeeren. Ja, das ist ja auch rot. Gehört zu den Heidelbeeren. Ja, die gehören, sind wahrscheinlich sind verwandt und ja. Sind beide Impfungen, also Vaccinium. Gut, in diesem Sinne, fröhliche neue Woche. Wiedersehen.